Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Oh, und wir werden unten angegriffen, sehe ich gerade. Oh, nur noch 4 Magazine, das ist auch nicht so gut. Dann, stellen wir schon mal ein paar her. Oh, die haben schon was zerstört. Seit wann kommen die denn auch von unten? Okay. Das ist nicht nett. Habe ich noch... Oh, ich habe noch 25 Mauern. Na, wollen wir das Loch mal flicken hier. Und dann gucken wir mal. Dass wir hier 2. Und Lasertürme haben wir... Keine mehr. Haben wir auch 2 Stück. Wo kommen die denn jetzt bitte her? Wir testen jetzt die Verteidigung auch von unten. Laserabwehr. Und die zweite Laserabwehr. So. Dann hätte ich ganz gerne noch ein paar mehr Roboter. Und zwar... Wobei ich hätte gerne... Moment. Roboter-Hangar. So. Und da unten blinkt was. Die kriegen nicht genug Strom. Kommt nicht mehr genug Kohle an. Warum? Einfach weil der Verbrauch hoch ist anscheinend. Also. Wobei die Frage ist, ob wir die nicht umstellen sollen da oben. Obwohl, nein. Das können wir so lassen. Nach oben rückt die Kohle eigentlich kaum. Ein Förderband zum Ausgang. Und dann sollten wir einmal manuell befüllen. Ihr habt genug, aber hier kommt nichts an. Wie geht das denn? So, jetzt kommt doch mehr an, oder? Dass ich da eine gute Reichweite habe. Ne, es kommt immer noch zu wenig an. Leistung müsste aber wieder hochgefahren sein. Und die entladen, weil es Nacht ist. Nur noch 92 Grad hier. Jetzt
heißt, da müsste auch noch einer hin. Oder wir packen. Ich glaube, die Verbindung zwischen denen ist eigentlich total scheiße. Die machen wir mal weg. So, dann kriegt der 100 und der 100. Ja, das ist doch viel besser. Dann können wir nämlich noch hier einen hinsetzen. Wie viel kommt hier an? Fast 100. Das ist nämlich gar nicht so gut, die untereinander zu verbinden. Dann packen wir noch einen hier hinter. Dann dürfte das Stromproblem erledigt sein. 100 Grad, 100 Grad, 96, 96. Warum haben die denn mehr? Achso, weil die mehr haben. Könnte natürlich so, Auslastung geht runter, okay. Auslastung geht runter, weil die Solarzellen hochfahren, denke ich mal, ne? Naja, genau. Okay, soweit so gut. Logistikroboter. Haben wir ganz schön viele, sehe ich gerade. Beladen uns gerade. Kupfer. Solltet ihr nicht auch hier oben die Kiste beladen? Und packt da ruhig mal ein bisschen mehr rein. Wer? Wo? Hier. Okay. Wer hat denn darauf geschossen? Wart ihr das? Ich würde mal gerne die Reichweite sehen. Schon komisch. So, warum ist das Schild hier nicht aufgeladen? Was muss ich da machen, um das aufzuladen? Da irgendwie an Strom hängen. Weiß ich leider nicht, wie ich das aufladen kann. Okay, machen wir mal einmal einen Check hier. Wie sieht es denn aus? Eisen kommt da hinten nicht mehr an. Das heißt, es kommt hier schon wieder zu wenig Eisen an. Also Eisenförderung muss erweitert werden. Der ist auch bald durch, der ist auch bald durch. Wir machen jetzt 3 oder 4, was habe ich jetzt angeklickt? Ich glaube 3. 3 neue Erzförderanlagen. So, da ist zwar nicht viel. Aber ist egal.
So. Paar mehr Fließbänder schon mal. So. Und jetzt geht es, glaube ich, langsam ruckzuck hier, ne? Mit dem Eisen. Dann ist das weg. Dann müssten wir uns Eisen von woanders holen. Müssen wir uns rechtzeitig drum kümmern. So, wie sieht's jetzt aus? So müsste hier einiges mehr kommen. Da habe ich eine Batterie gesehen, ist auch immer gut. Wie sieht's hier aus? Der kriegt nicht mehr genug Öl. Und wir werden unten angegriffen. Objekte beschädigt. Hatte ich da nicht Lasertürme hingestellt? Ich glaube, die stehen zu weit weg. Also brauchen wir ein paar mehr. Dafür fehlen uns Batterien. Ich habe eine Idee. Ach nee, das war ja nicht das Problem. Es kommt immer noch nicht genug an. Die verbrauchen so schnell hier. Ja. Wahnsinn. Also. Mehr Eisen. Auf die andere Seite. Wie, wo haben wir das auf die andere Seite gekriegt? Förderer. Drei Stück. Förderbänder haben wir genug. Ich glaube, mit dem schnellen Knick am Roboter. Das war jetzt ein bisschen umständlich eigentlich. Aber es ist schon okay. Das machen wir mit zweien. So. So. Zweimal Strom. Zu wenig. So. Und jetzt hier schnelle Knick am Roboter. Zwei Stück. Einmal Strom. Die packen jetzt auf die Seite.
weg. Strom hier hin und noch einen schnellen. So, jetzt habe ich 5 gemacht. 5 wollte ich nicht. Einen. Und noch ein Förderer. Einmal Strom. So. Okay, ist doch einer zu viel. Weg. So. Jetzt müsste der aber mal langsam genug bekommen da oben. Und ich mache hier mal was, was ich jetzt schon lange machen soll. Obwohl, da könnte jetzt passieren, dass da wieder Wasser reinkommt. Muss man aufpassen. Schildstufe 2. So. Kommt Öl an. Das Wasser kommt da an. Apropos kommt Öl an. Wir brauchen eine Ölraffinerie. Also eine Erzöl-Förderpumpe. Aber hier ist auch bald nichts mehr. 2 Stück. Das bräuchte nur für noch eine. Eisenplatten. Wieso haben mich die Roboter nicht mit Eisenplatten versorgt? Muss ich hier wieder schimpfen? Danke. Den Schwung nehme ich noch und dann muss ich wieder los. Mal interessieren, wie ich mein Schild auflade. So, wo haben wir sie denn? Da haben wir eine. Dahin. Elektrizität hat geschwankt, aber das lag, glaube ich, an den Lasertürmen oben. So, wo ist die nächste? Da. Kriegen wir so da nicht hin. So dürfte es aber passen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Rohre. Wir müssen unbedingt noch so ein Port hier bauen. Ja. Fehlt uns jetzt gerade was? So. Satz Rohre. So. Jetzt haben wir hier ordentlich Öl drin. Und wir haben ordentlich Eisenüberschuss. Eisenerzüberschuss. Ja, so gefällt mir das wieder. So muss das sein. Und hier staut sich das Eisen beim Ausladen. Das ist nicht gut.
Wo fehlt's denn immer mal an Eisen? Eigentlich auf den ersten Blick gerade nirgendwo. Die kriegen nur noch Eisen. Der nimmt die Chips nicht schnell genug an. Warum nicht? Achso, der Knick am Roboter im Ausgang hängen. Achso, das ist voll. Das ist auch voll. Wow. Wow, es lacht tatsächlich nur am Eisen. Kann das sein? Na gut, hier haben wir jetzt das Problem. Wir produzieren keine blauen gerade. Weil wir nicht genug Batterien haben. Das Batterienproblem liegt immer noch an dem mangelnden Schwefel, oder? Ne, Schwefel haben wir genug. Eisen, jetzt kommt hier kein Eisen an. Kann das sein? Ach komm, hör auf. Ah, das können wir ändern. Das können wir ändern. Los, du ziehst hier keine Eisen? Achso, weil der Ausgang voll ist. Ah, das ist ja perfekt. Okay, ganz eindeutig brauche ich jetzt... Was ist das? Produktivität. Energieverbrauch plus 40. Herstellungsgeschwindigkeit minus 15. Produktivität 4%. Was heißt das? Der wird langsamer. Produktivität. Ich glaube, der... Ach so, der braucht weniger Materialien dann. Ne, das will ich nicht. Ich möchte da zwei Geschwindigkeitsmodule reinhauen. Dazu brauche ich Plastik. Plastik ist voll. Zweites und dann wollte ich so einen Roboterport bauen. Dafür fehlt mir Kupfer. So, das dauert jetzt erstmal mit dem Bauen. Eisen läuft super. Kupfer läuft super. Der Ausschuss da oben läuft super. Wie viel Plastik? Hier geht sofort reparieren, aber das ist doch alles traumhaft. 49. Ich hatte doch ganz viele hier gebaut, ne? Da. Gucken wir doch mal welche nach. Und hier, wo ist die zweite da? 10, da kommt mal... Da kommt mal der Rest rein. 35, so. So, was ist hier? Hier müssen wir auch umstellen. Wir müssen die Dinger verbrauchen. Das ist Wahnsinn. Haben wir noch Kisten da? Da, Eisenkiste.
Zwischenlager für Batterien. Gut, wird gar nicht benötigt. Der kriegt tatsächlich jetzt genug. Ja, funktioniert. Wir brauchen hier Geschwindigkeitsmodul. Batterieherstellung muss schneller laufen. Der kriegt schnell genug nachgepackt. Der kriegt schnell genug nachproduziert. Ja. Okay, wir müssen uns jetzt aber auch um Folgendes kümmern. Das Öl wird bald knapp. Wir haben jetzt hier unten die letzten Ölquellen angezapft. Das ist nicht gut. Die kriegen nicht vollen Strom. Ich glaube, wir haben ein bisschen hohen Stromverbrauch gerade. Na, die sind leer gesaugt. Fängt an zu laden, weil die vorgehen. Vielleicht sollten wir hier noch mal ein bisschen erweitern, weil nachts haben wir anscheinend echt zu wenig Strom. Aber wir wollen uns ja auch immer noch um die Würmer kümmern. Deswegen versuchen wir jetzt mal einen neuen Angriff. Aber ich habe keine Drohnen. Na, ist doch blöd. Ja, gucken, vielleicht kriegen wir... Aber was ist denn jetzt hier mit diesem Energieschild? Das verstehe ich nicht. Warum ist das denn... Muss ich da unter einem Strommast für stehen? Nö, wir haben eine Lücke. So, jetzt haben wir das Mark II Ding fertig. So, dann brauchen wir die Prozesseinheiten, um das zu bauen. Okay. So, da bräuchten wir jetzt, da müssten wir die Dinger mal da oben einsammeln. Laboreffizienz. Auch keine schlechte Idee. Stapelgrößen für die Knickarmroboter, auch gut. Haben wir nicht mal irgendwas, was nicht mehr so ganz viel braucht hier? Da. Schadenserhöhung MG-Turm, aber haben wir eh nicht. Feuerrate für die Lasertürme, auch nicht schlecht. Batterieausrüstung. Ah, Moment. Das ist doch das. Für unseren Energieanzug bestimmt, oder? Das könnte sein. Zu. Das ist ja in 0, nichts erforscht. So, und wir gucken uns jetzt mal die Karte an. Was sind denn das für Dinger? Und warum sind die hier so verteilt? Okay, Batterie fertig. Dann erforschen wir direkt die nächste Batterie. Kann man die denn herstellen? Hier, genau, das sind die für unseren Anzug. Wunderbar. So, wir gehen jetzt mal nirgendwo mehr hin, weil die Folge vorbei ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.